So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich rüste ein Fahrzeug zu einem Geländewagen aus und dafür brauchen wir genau diese Reifen. Die liegen jetzt teilweise einfach random irgendwo in der Welt rum. Ihr seht, hier ist schon der nächste Reifen. Was wir dann machen müssen, ist eigentlich ziemlich simpel. Ihr geht einfach hin, geht zu dem Fahrzeug, habt natürlich den Reifen im Inventar. Drückt L2, also zielen, dann so, als würdet ihr schießen und zack. Und genau so habt ihr die Aufgabe schon gelöst. Das Ganze funktioniert natürlich bei den Autos hier nicht, glaube ich. Ne, ich probiere es jetzt gar nicht aus. Oder? Doch, komm, wir probieren es aus. Ne, bei denen zählt es nicht. Dann werden sie zum Reifenstapel. Die kann man dann wieder einsammeln. Und das Ganze funktioniert natürlich auch immer nur bei Fahrzeugen, die auf fahrbar sind, wie wir ja gerade gesehen haben. So können wir hieraus halt so einen riesen Truck machen. Und damit ist die Aufgabe halt schon ganz easy gelöst. Ihr müsst das Ganze, glaube ich, dreimal machen. Wie gesagt, das Ganze ist immer nur ein Leak. Ihr müsst halt gucken, ob die Aufgabe genauso da ist. Wenn sie komplett geändert ist, werde ich natürlich ein separates Video dazu hochladen. Aber so habt ihr schon mal eine Information, wie das Ganze funktionieren soll. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, eine Werkstatt gibt es einmal hier bei Sweetie Sense. Dann bei Holly Hatches ist jetzt hier eine Tankstelle. Und bei Catty Corner ist jetzt auch da eine Werkstatt und da bekommt ihr in der Regel auch die Reifen her. Also Aufgabe ist eigentlich ziemlich simpel. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, natürlich gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.